Willkommen zurück zu Cave Story. Hier immer den Blabla zum Schildbasteln und oder so. Ich bin gerade ein bisschen raus, weil ich seit ein paar Tagen nicht gespielt habe. Aber ich glaube, das merkt ihr auch, ohne dass ich es sage. So. Gut, ich muss jetzt hier leider hier außen rum, ohne Maschinenpistole. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Ach Mist, ah, da ist ja noch einer. Mit dem sollte ich wieder Level 3... Na, was hatte der? Raketen oder so? Keine Ahnung. Ach Mist. Ach verdammt, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Ah, wobei, da hinten sind ja noch Gegner, da kann ich mich ja dann wieder heilen und hochleveln. Ja, mal schauen. Ich habe zwischenzeitlich bei dem Monster X hier ein bisschen trainiert, um diese Sprünge hier hinzukriegen, und es hat auf Anhieb zwei, dreimal geklappt. Und jetzt natürlich, dank des Vorführeffekts, hat es gerade nicht funktioniert. Ja, und auch hier hatte ich gerade gar keine Probleme beim letzten Mal. Könnt ihr bitte... Ja, danke. Mich in Ruhe lassen. Voll reingesprungen, ey. Ich will die Heilung. So, sehr gut. Wie gesagt, ich habe ein bisschen trainiert. Ich habe das Monster X auch schon ohne Raketen besiegt. Also sollte ich das jetzt prinzipiell eigentlich hinkriegen können. Allerdings hatte ich die letzten Male zugegeben ein paar mehr Lebenspunkte, weil ich mich nicht ganz so blöd angestellt habe. Wie gesagt, Vorführeffekt. Ah, voll rein. Mist. So. Ich krieg jetzt Erfahrung, da drüben krieg ich Erfahrung. Ja, aber gerade so, hey. Ich glaube, den hebe ich immer auf, den Gegner, falls ich nochmal Erfahrung brauche. Wobei, hier kriege ich auch ein bisschen was raus. Aber egal, ich hebe mir den mal auf, den Gegner da hinten. Ah, da habe ich ja schon ein bisschen. Das reicht nicht ganz. Egal. Jetzt locke ich ihn weg von dem Gegner, damit ich. So viel dazu. Level 3. Nicht ganz. Ich wollte ihn weglocken vom Gegner, damit der mit seinen Geschossen mich jetzt hier nicht nerven kann. Oh, das ist perfekt, das Schwert zu spammen, dieser Hügel. Großartig. Und Heilung, wunderbar. Yep. Verdammt. Weil mit dem Schwert kann man hier am meisten Schaden machen, nach dem Raketenwerfer. Ah, ich bin so blöd. Oh, immerhin. Da ist er weg. Kurz bevor ich selber draufgegangen bin. Und das ist mir beim letzten Durchspielen gar nicht aufgefallen. Das Monster X, wenn man das besiegt, wird zu einer Katze. Das heißt, da hat wohl der Doktor oder seine Hexe, die Misery, eine Katze verzaubert, um das Monster X zu erschaffen. Nehme ich an. Jetzt kommt hier der Professor Booster runter, genau. Und ich habe mich beim letzten Mal noch gewundert, wofür dieser rote Knubbel da unten ist. Tatsächlich war das beim letzten Mal relativ egal, weil ich die Maschinenpistole hatte. Das Problem ist jetzt nur, wenn ich hier runterfalle, zum Beispiel zu ihm hier, zu Professor Booster, und ihn anspreche, dann gibt er mir den Booster 0.8, den ich beim letzten Durchspiel noch hatte. Und danach stirbt er. Und es gibt niemals den Booster 2.0. Allerdings, sobald ich herunterfalle, komme ich ohne Booster nicht mehr hoch. Und da ich die Maschinenpistole nicht habe, habe ich auch keine andere Möglichkeit, hier hochzukommen, weil auch dieser Teleporter nicht funktioniert. Genau. Deswegen habe ich da oben gespeichert. Die Lösung für dieses Problem... Ich wollte mir gerade da drüben die Heilung holen. Die Lösung für dieses Problem ist... Komme ich da irgendwie rüber eigentlich?
Vielleicht von hier unten? Geht das? Ne, scheint nicht zu gehen. Schade. Die Lösung dafür ist, rüber zu springen, und der Sprung ist relativ schwer. Und damit man das doch irgendwie machen kann, ist hier diese rote Markierung. Die gibt quasi an, wann man abspringen muss. Und das war gerade echt Glück. Ich habe es im Vorfeld 10-mal oder so versucht und es hat 2-mal geklappt. Wow. So, jetzt müssen wir noch diesen Stein aus dem Weg schaffen, wofür wir zu zweit natürlich zu schwach sind. Aber zum Glück kommt da ja gleich der Balrog, der dabei hilft, nachdem ich ihn besiegt haben werde. Auch hier will ich das Ganze ohne den Raketenwerfer machen. Das ist ein bisschen schwieriger als beim letzten Mal. Weil ich den Raketenwerfer nicht benutzen darf und weil ich sehr wenig Lebensenergie nur habe. Und das Schwert ist nur Level 2. Hab ich es schon erwähnt? Schade. Aber es geht. Es geht echt, wenn man nicht so blöd ist, in seine Raketen reinzuspringen oder in ihn. Ja, und da habe ich mein Level wieder verloren. Aber da habe ich ihn auch schon. Das ist echt machbar, einem Schwert. Und jetzt hilft er uns, diesen Stein auf die Seite zu tun. und natürlich, keine Sorge, Balrog, ich werde niemandem davon erzählen. Außer vielleicht deiner Meisterin oder so. So, und jetzt gibt es für den Raketenwerfer das Upgrade. Yay! Lass uns gehen! Ja, sehe ich genauso. Allerdings habe ich jetzt halt hier gerade nur 5 Lebenspunkte und irgendwie würde ich da schon gern hoch. Aber ich glaube, ohne Booster und ohne Maschinenpistole komme ich da gerade nicht hin. Das ist schade. Da muss ich eben hier auf die sichere Tour spielen mit dem Feuerball erstmal grob in der Entfernung aufräumen. Nämlich den da, der da so rumhüpft. Das Schwert habe ich jetzt schon hoch, sehr gut. Die hier oben kann ich weghauen, aber ich komme hier halt leider nicht hoch an die Heilung. Bei dem links wäre ich vielleicht hingekommen, aber bei dem da rechts wird es halt nichts. Ja, diese Schüsse von dem sind gemein, weil die kann man nicht abschießen. Auch der hier wieder hat die Schüsse, die man nicht abschießen kann. Das ist an sich gar nicht so schlimm, aber wenn man halt wie ich hier mit 7 Lebenspunkten rumrennt, ist das nicht unbedingt angenehm. Yikes. Keiner kommt durch? Nee, keiner kommt durch. Sehr gut. Auch hier keine Heilung. Wie mache ich das am besten? Mit dem da. Na? So, wieder keine Heilung, hey. Was ist denn hier los? Na? Oh, danke, Bubble, dass du mich geschützt hast. Voll rein. Noch 2 Lebenspunkte. Da bin ich weg. Was hat mich da gerade getroffen? War das ein Schuss von dem? Mist. Ja, so viel dazu. Gefährlich, wollte ich sagen. Und wie man sieht, habe ich es auch ganz gut demonstriert. Na dann eben nochmal. Oh, sehr gut. Heilung. Den da würde ich mir noch gerne holen, da oben. Weil ich da, falls er Heilung hat, hinkomme. Raketen. Na klasse. Nein! Mann, stelle ich mich hier an. Das lief echt schon besser. Aber ich glaube, ich wiederhole mich. Ich habe, glaube ich, schon mehr als einmal gesagt, dass es schon besser lief früher. Okay. Bubbler. Wunderbar. Nein. Das sollte auf den da gehen. Könntest du bitte genau das da tun? Nämlich dich von mir abschießen lassen.
Was? Was hat mich da wieder getroffen? Egal, Level up. Jetzt die Munition noch kurz auffüllen und dann kann ich das Schwert benutzen. Die da unten kriege ich relativ problemlos mit einem Feuerball, wenn ich es schaffe, hier oben stehen zu bleiben. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon genauso gemacht. Oh, Heilung, wunderbar. Curly Brains, muss ich sagen, mit der Maschinenpistole. Ah, Mist. Ist hilfreicher als die Curly Brains mit dem Polarstern. So, hier brauche ich wieder den Bubbler. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich verhindern wollte, dass die da unten hochspringen und mich abschießen. Deswegen war ich gerade von dem Typen da gerade eben abgelenkt. Heilung! Und hier wieder der gute alte Fernkampf, um sicher zu gehen. Ist hier noch irgendwie Heilung? Nein. Vielleicht hier? Nein. Diesmal kann ich leider nicht hier runter, sondern muss den richtigen Weg nehmen. So wie er gedacht ist. Aber das ist hier eigentlich auch nicht wirklich schlimm. Heilung. Sehr gut. Wenn es so weitergeht, bin ich bald voll geheilt. Na, Raketen. Wer braucht schon Raketen? Wer da keine Raketen verwendet, so wie ich gerade. Heilung. Noch mehr Heilung. Na, die beiden hätte ich gerne. Ans obere komme ich wahrscheinlich nicht ran. Deckung und wieder einmal Fernkampf. Einfach, weil es so gut funktioniert. Ah, da ist ja einer. Hab ich gerade voll auf den unteren konzentriert. Und dann entsprechend die Teile von dem oberen so ein bisschen übersehen. Aber das funktioniert! Ja! Das funktioniert ohne Raketenwerfer. Ich muss da irgendwie hoch. Das ist jetzt ohne Maschinenpistole und ohne Booster ein bisschen ätzend. Aber es geht. Ich kann jetzt halt nicht runter ins Wasser, also ich kann schon, aber ich muss dann wieder ganz nach links laufen, um wieder rauszukommen. Aber trotzdem will ich das tun, um mich hier vollständig zu heilen. Das einzige Positive ist, man kann hier nach oben springen und die Luft wieder auffüllen. Man muss nicht ganz raus, um die Luft wieder aufzufüllen. Hier bei 3 Blöcken Tiefe geht das nicht, aber wenn das Wasser nur 2 Blöcke tief ist, kann man hochspringen und Luft holen. Und nur bei 1 Block Tiefe kommt man allerdings raus. Genau. Und jetzt hier runterspringen und genau von unten auf den. Ja, ich glaube, da unten ist meine letzte Heilung. Ich gerade brauche. Komm ich da hin? Nein. Ah, von hier komme ich doch da. Nein, da ist sie weg. Nein, da bin ich voll blöd reingesprungen. Ach, was soll's. Was kann schon schief gehen? Hier ist der Teleporter zurück in den Labyrinth-Shop, wenn mich nicht alles täuscht. Aber wenn ich da jetzt runterspringe, komme ich hier leider nicht mehr hoch, weil ich an den Booster nicht habe. Deswegen kann ich damit jetzt gerade nichts anfangen. Leider. Wäre praktisch gewesen, da mal zwischendurch zu speichern. Und vielleicht auch ein bisschen Heilung zu sammeln, ein bisschen Heilung zu farmen oder so. Der Feuerball braucht. Aber ich denke, das sollte auch so funktionieren. Bleib da! So, ja, da bin ich doch schon wieder fast voll. Was, wer sagt's denn? Ah, und da ist die Erfahrung voll. Ist doch alles super. Wo war jetzt genau das Problem? Uah, da ist das Problem. Ich sehe es. So. So, der Raketenwerfer braucht die Erfahrung. Stimmt. Der ist ja nach dem Upgrade wieder auf Level 1 runter.
dann sammle ich doch mit dem mal eben das ganze Zeug ein. Insbesondere, weil ja gleich der Chor kommt und ich, wie gesagt, ich habe zwischendurch ein bisschen Monster X geübt. Und das ein oder andere Mal kam ich auch hier durch und habe mich dann ein oder zweimal am Chor versucht. Ohne Raketen. Und das klappt nicht. Ich kann es versuchen zu demonstrieren, aber eigentlich habe ich darauf keine Lust, weil das ist ohne Maschinenpistole, ohne Fliegen schon schwierig genug. Ich sehe es nicht ein, mir das jetzt noch schwerer zu machen. Ohne Raketenwerfer. Und der Raketenwerfer soll dafür natürlich auch auf Level 3 sein. Damit er möglichst viel Schaden macht. Zwei. Und ich will mal erst die Kleinen abschießen. Wenn der Große weg ist, dann... Wunderbar. Wenn der Große nämlich weg ist, dann fliegen die Kleinen auf mich zu, auch durch die Wände durch. Das ist nicht so toll. So. Na, okay, vielleicht nicht so. Aber... Das funktioniert. Komm, mit einem komme ich klar. Einer ist halb so wild. Und hier, wow, wunderbar. Hier kriege ich mit dem Feuerball direkt nur die Kleinen, nicht den Großen. Natürlich, aber auch nur, wenn er im richtigen Moment rumkommt. Na komm. Geht doch. Hä, was? Och nö, jetzt bin ich ertrunken. Echt, in einem Meter tiefen Wasser. Peinlich. Mann. Ist doch nicht. What? Genau, das meinte ich gerade. Ja, da ist der Nächste. Wo kommt der denn her? Habe ich da gerade mit dem letzten Schuss aus Versehen... Ja, habe ich wohl. Mit dem letzten Schuss aus Versehen... den Großen abgeschossen. So, alles auf den Raketenwerfer, bitte. Ja, das level ich jetzt mal ein bisschen hoch. Falls ich es rausschneide, es wird nichts mehr großartig hier eigentlich passieren, denke ich mal. Ich werde hier sowieso ohnehin gleich einen Folgenschnitt machen, weil ich den Chor in die nächste Folge packen werde. Prinzip... Ja, könnt ihr eigentlich jetzt schon aufhören zuzugucken. Wie gesagt, ich level's hier noch hoch und in der nächsten Folge mache ich dann den Chor mit dem Raketenwerfer Level 3. Bis dahin will ich den da hochgelevelt haben. Also, falls ihr jetzt ausschaltet, bis zum nächsten Mal. Und falls nicht, danke fürs weiter Zuschauen. Komme ich jetzt eigentlich wieder hoch? Ohne, Tatsache. Super. Allerdings habe ich jetzt halt Curly Brace nicht mehr dabei. Das heißt, ich muss mich jetzt hier alleine durchschlagen. Naja, das geht schon. Ich kann in die Ecke schießen. Ups, das war schlecht getimed. Und das war... Oh, Glück. Yikes. Das ist für einen Raketenwerfer. Ah, da sind Stacheln. Gut, dann hole ich mal eben noch die Monster zurück, indem ich mich kurz raus teleportiere. Ich würde hier echt gerne ein Labyrinth trainieren, weil es einfacher geht. Aber leider, leider, leider geht das ja nicht, weil ich dann nicht mehr hier hinkomme. Da muss ich den ganzen Weg nochmal machen. Und darauf habe ich irgendwie keine Lust. Das ist wahrscheinlich verständlich, hoffe ich. Nein, die Erfahrung. Ah, Heilung. So, Raketenwerfer bitte. Blödsinn. Hier rüber. Heilung, Erfahrung. Genau. Oh. Schnell die Waffe wechseln, damit nicht der Raketenwerfer runtergehauen wird. Ah, das ist gut hier.
Das ist gut, vor allem weil die dann so gespeichert werden, die Feuerbälle. So viel dazu. Wichtig. So, wer braucht den Feuerball ein bisschen? Ansonsten der Raketenwerfer. Nein! Nein! Ach Mensch. Es ist so ätzend hier zu trainieren, weil man echt drauf aufpassen muss, nicht den Großen umzuhauen. Nein! Das will ich. Hab's. Hab ich dich? Und du kriegst mein Schwert zu spüren. Und dann sollte eigentlich Level 3 gleich sein, oder? Fehlt immer noch ein bisschen. Aber ich glaube, bei der Gelegenheit speichere ich gleich mal. Ich blicke gerade, kriege ich beim Core innen drin noch irgendwie Erfahrung vorher? Nee, ne? Nee, kriege ich nicht. Ich brauche hier schon vor dem Core die den Raketenwerfer Level 3. Den Blatter brauche ich eigentlich gar nicht da drin. Der ist halb so wild, wenn der jetzt runtergeht. Aber was ich will, sind 20 Raketen und Level 3. Ich hab's versucht mit dem Schwert. Das macht ganz gut Schaden, aber man ist halt einfach nicht nah genug dran, um da wirklich sinnvoll Schaden machen zu können. Weil das Level 2 Schwert einfach nicht richtig spambar ist, weil man nicht nah genug dran ist. Und Level 3, naja, ist gegen so einzelne Bosse auch nicht wirklich so gut. Deswegen will ich hier auf jeden Fall einen Raketenwerfer. Gut, und damit an diejenigen, die bis hier dabei geblieben sind, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.